Hier, natürlich. Suche dir einen Fahrgast, das machen wir direkt. Möchte jemand? Ach, da gab's jemanden. Danke, ihr Schweine, ihr habt mir gerade meinen Fahrgast erschossen. Und sowas nennt sich Gangkollegen, also ehrlich mal. Ist es denn zu fassen? Möchte denn niemand hier irgendwo hingefahren werden? Halt. Besorge dir einen Fahrgast. Hallo, hier. Ach, komm mal auf einen Meter ran, ne? Meine Güte. Na super. Das ist ja, ich glaube, ich muss mal aus der Ecke weg hier. Das ist... Halt, der steht schon so schön, so formschön da. Wo willst du denn hin, mein Freund? Fahrziel, die Polizeistation in Little Havana, geht klar. Anderthalb Minuten sollte drin sein. Ja, also mit den Nebenmissionen ist es folgendermaßen, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Fahrten und Zielen erreicht haben, dann gibt's immer irgendwas. Also bei den Missionen, Krankenwagenmissionen und Feuerwehr- und Polizeimissionen weiß ich, dass es 100 sein müssen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es beim Taxi hier auch mit 100 Fahrten dann der Fall ist, aber das kann sein. Oh, die Zeit läuft weiter, wir müssen jetzt immer schnell einen neuen Fahrgast finden. Also ich werde jetzt nicht bis 100 machen. Aber so ein bisschen können wir ja mal rumfahren hier, um ein bisschen Geld zu verdienen. So, wo geht's hin? Die Pizza-Gaststätte in Downtown. Die alte Frittenbude. Ja, also ich will ein bisschen mal rumfahren hier, so nur aus Jux und Tollerei, um das Geld zu verdienen und um ein bisschen Zeit zu gewinnen, damit unsere Unternehmen ein wenig Geld generieren können wieder. Also bis 100 Fahrten gehe ich jetzt nicht, aber also ich weiß es jetzt gar nicht genau, aber ich vermute oder denke zu meinen, zu wissen, zu vermuten, zu denken, meinen, dass wir kostenlos mit dem Taxi wieder zu einer Mission fahren können, wenn wir sie verkackt haben. Im Falle des Scheiterns, wenn wir hier diese Missionen abschließen, die Taximissionen. Und ich muss mal ganz kurz hier innehalten und nebenbei was anderes mitmachen, weil mir mein Handy tierisch auf den Keks geht. So, da haben wir schon den nächsten Fahrgast. Hoffentlich steigt er jetzt. Ach Mensch. So, steig ein. Ich kümmere mich dabei hier um mein Problemgerät. So. Fahrziel, die Apotheke in Little Haiti. Kannst du, also wirklich, kannst nicht hier zur Apotheke gehen. Nein, du musst unbedingt nach Little Haiti. Gut, soll mir recht sein. So habe ich wenigstens einen Fahrgast. Vielleicht hat die gute Dame sich auch gedacht, wir müssen der Taxibranche ein bisschen unter die Arme greifen. Denn schließlich krankt die ja ein bisschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man als Taxifahrer heutzutage noch allzu lukrativ wegkommt. Denn, oder als Taxiunternehmen generell, weil man hat ja eigentlich kaum noch was zum Fahren, oder? Heutzutage hat jeder ein eigenes Auto oder fährt mit der Straßenbahn oder sowas. Oder läuft, das soll es auch geben. Aber Taxifahren, ich meine, Taxifahren ist auch schweineteuer, ne? Krankenhaus in Little Havana, geht klar, Lady. Taxifahren ist auch schweineteuer, nicht bloß hier in Deutschland, sondern, auch meistens, also in jedem Urlaubsland eigentlich. Und da sind wir schon. Das ging fix. Speedbonus, ja natürlich. Wir sind immer fix unterwegs. So, bitte einsteigen. Was jetzt? Bitte, bitte, bitte. Was soll denn das? Ammunition in Downtown ist das nächste Ziel. Gerne doch. Ja, also auch im Ausland ist Taxifahren ja schweineteuer teilweise. Ich kann mich noch erinnern, da waren wir in Griechenland gewesen. Ich glaube auf Kreta. Nein, Rhodos war. War das Rhodos? Nein, Kreta war es, glaube ich. Irgendeine griechische Insel eben. Und da wollten wir nur vom Fuße eines Berges bis auf die Spitze, wo eine Festung stand. Und der ganze Spaß hat 10 Euro gekostet. Nur um den Berg hochzufahren. Da sind wir dann natürlich gelaufen. Nein, es war nicht mal hoch, sondern wir wollten runterfahren. Also er hätte noch nicht mal Sprit verbraucht, weil er einfach nur die Handbremse hätte lösen müssen. Da wollte der Kerl echt 10 Euro für haben, aber gut. Irgendwie müssen die ihr Geld ja auch machen mit der Tourismusbranche, ne? So. Fahrt abgeschlossen, 99 Dollar. 5 Serienbonus, 500 Dollar. Juhu! Könntest du da. Willst du mich rollen? Ich stehe doch echt hier gleich nebenan. Komm, jetzt hab dich nicht so, ihr Kerl. Steig ein, komm! Fahrziel, Eiswarenladen in Little Havana.
ist das nicht unserer? Da können wir dem Kollegen auch gleich mal so ein bisschen erzählen, dass es da überhaupt kein Eis gibt. Ach nein, Eisenwaren stand da, oder? Ich habe jetzt gar nicht so genau hingeguckt. Ja, der Eisenwarenladen gehört uns natürlich nicht. Also ich denke mal, ansonsten hätte Fabrik da, Eisfabrik da gestanden. Gut, dann brausen wir mal ein bisschen schneller. Ich würde sagen, wir machen jetzt bis 10 Fahrten und dann ist auch gut damit. Denn es gibt ja noch... Hey, geht's noch? Also der Kerl, der ist ja... Du Raudi! Erst drängt er uns ab hier mit dem Motorrad von der Straße und dann überfährt er den Bullen. Also das ist ja eine Frechheit. Das würde mir nie einfallen, sowas. Ja, also bis 10 Missionen, bis 10 Fahrten würde ich sagen, geh weg da. Denn wir haben ja noch andere Nebenjobs zu erledigen, ne? Also es gibt noch 3 andere, das sind die Bürgerwehrmissionen. Die kann man bestreiten, wenn man in einem Polizeiwagen oder einem Militärwagen sitzt. Das sind die Feuerwehrmissionen, natürlich entsprechend, ja natürlich der Eisenwarenladen, Eisenwarenladen war es gewesen. Die Feuerwehrmissionen natürlich entsprechend in einem Feuerwehrwagen und dann haben wir noch die Krankenwagenmissionen, die natürlich in einem, komm, jetzt stell dich nicht so an hier, die in einem Krankenwagen ausgeführt werden müssen. Fazil Kaufmann Taxis in Little Haiti, das gehört aber uns. Also hör mal Kollege, guck mal, das Taxi hier, ne, also... Das ist von Kaufmann Taxis, ne? Also, ich bin der Chef, ne? Und warum müsst ihr eigentlich da hin? Irgendwie ist das so ein bisschen... Ja, soll er halt von mir aus. Das ist wahrscheinlich so ein getarnter Haitianer, der jetzt dorthin will, um einen fetten Bandenkrieg anzufangen gegen unsere Jungs. Und der zieht sich dann fix um vor der Hütte. Und dann geht das tierische Geballer los. Und wir kutschieren den auch noch hin. Aber solange uns Geld gibt, dafür sollen wir es recht sein. Denn unsere Marios, die machen den schon platt. Speedbonus, yeah. Besorgt ja einen Fahrgast. Es wäre ja schick, wenn man hier umsteigen könnte. Und dann Taxi-Hubschrauber zum Beispiel spielen könnte. Aber das geht leider nicht. So. Auf zur Polizeistation. Ich weiß, Taxifahren ist jetzt nicht so spannend, aber ich meine, Hauptsache wir kriegen Geld dafür, oder? Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt nicht so anspruchsvoll ist. Also eigentlich muss man einfach nur Durchhaltevermögen besitzen, um hier die 100 Fahrten vollzukriegen. Denn wir sammeln ja immer mehr an Zeitgutschrift quasi. So, schon wieder Speedbonus. Da fahren wir unseren Kunden noch fast über den Haufen. Und die Lady ist die nächste. Sunshine Autos. Ach, natürlich, das habe ich ganz vergessen. Sunshine Autos können wir auch noch kaufen. Das ist ein, wie es der Name schon verrät, ein Autohaus. Und ja, auch da gibt es leider keine Missionen, die wir bestreiten können. Sondern dort müssen wir eine Liste von Autos abarbeiten, die wir dort abgeben müssen. Um das Unternehmen zu erwerben. Und je mehr Autolisten man erfüllt, es gibt insgesamt bis zu 4 Listen, die wir abarbeiten können, desto mehr generiert die Hütte. Aber ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Lust, das jetzt zu erledigen. Man kriegt dann aber ganz hübsche Autos teilweise. Also man kriegt immer für eine Liste, die man schafft, kriegt man einerseits eine Erhöhung der Einkünfte und andererseits steht im Showroom ein neues Auto zur Verfügung. Ich will jetzt aber erstmal auf jeden Fall hier genug Geld sammeln, um mir die Druckerei leisten zu können, denn dort gibt es nochmal Aufträge und das ist ja jetzt erstmal das Interessante an der ganzen Sache. Und jetzt laden wir uns den letzten Fahrgast ein, also das werden wir auch noch irgendwann kaufen hier. So, komm rein, Lady. Wo darf's hingehen? Die Pizzagaststätte in Downtown, mal wieder. Man könnte ja auch gleich hier irgend so eine Spelunke nehmen, aber es muss natürlich die gute Spelunke in Downtown sein, weil das einen riesen Unterschied macht. Man könnte ja auch hier einen Donut holen, so wie das gewisse Militärexperten machen, die einen Panzerkonvoi durch die Gegend fahren. So ganz professionell. Aber gut, fahren wir die Lady noch hin, dann sollten wir hoffentlich, ich hoffe es mal, einen 10-Fahrten-Bonus kriegen von 70.000 Dollar oder sowas. Und dann werden wir umsatteln auf, ich würde sagen, Feuerwehrmissionen. Ich speichere bloß mal vorher, weil ich gelesen habe, dass es vorkommen kann, dass bei dem Besteigen von Feuerwehrautos das Spiel hängen bleibt. Und ich bin dann mal gespannt, ob das passieren wird bei uns. Wenn ja, können wir natürlich keine Feuerwehrmissionen machen. Wenn nein, dann machen wir so ein paar Fahrten mal. Ich weiß gar nicht, wie sich das Ganze steuern lässt. Mal gucken.
erstmal hier angebraust, weg da und zacki. Wieder aussteigen, Fahrt abgeschlossen, 10 Serienbonus, 1000 Dollar, wunderbar. Und wir steigen aus und schließen ab. Taximission beendet. Schauen wir mal, schauen wir mal an, da haben wir fast 3000 Dollar mit den 10 Fahrten verdient hier. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Was denn? Willst du deine Karre wieder haben? Es ist nicht so schlau, den guten Tommy hier aus der Karre werfen zu wollen. So, wir haben ja unsere abgeranzte Pennerhütte hier um die Ecke, die wir überteuert für 1000 Dollar gekauft haben. Vorher sagt man noch das hier ein. Also wenn die Penner, die in solchen Hütten wohnen, auch immer 1000 Dollar dafür zahlen, dann Respekt. Ich vermute aber mal, dass das nicht der Fall sein wird. So ganz kühn vermute ich das mal. So. Dann sacken wir die Muni gleich nochmal ein. Und wir haben es schon wieder 5:30. Auto, Auto, Auto. Na super. Ach nein, komm, wir laufen. Ist doch gleich um die Ecke. Und es ist natürlich kein Feuerwehrwagen da. Na spitze. Die Bürgerwehrmissionen wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt gerade mit einem Polizeiwagen machen, aber eigentlich ist es auch Wurst, weil wir ja nicht den Anspruch haben, 100 Fahrten vollzukriegen. Von daher. Klick, klack, Bürgerwehr, Mission Level 1. In diese Richtung. Ach, ich hasse die Steuerung von dem Polizeiwagen. 3,5 Minuten, gut, gut. Wo müssen wir hin? Da drüben. Okay, das ist natürlich jetzt ein bisschen suboptimal. Kommen wir hier durch? Ja, da wären wir durchgekommen, aber egal jetzt. Wir machen mal den Weg hier, nehmen mal den Weg und kommen dem Kollegen entgegen. Ha! Was zum Henker? Das ist ja nett. Was Kleineres habt ihr nicht gefunden so für einen Start, was? Ja komm hier, bleib mal stehen und so. Hä? Können doch Freunde sein. So, platt gefahren. Bedrohung ausgeräumt, 50 Dollar, ja super. Auf zum nächsten. Also die Bürgerwehrmissionen sehen so aus, dass wir böse Gangster platt machen sollen. Im Namen des Gesetzes. Dum 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 dum. Das machen wir so. Und so. Und kriegen schon mal 200 Dollar dafür. Das ist schon besser. Auf zu Level 3. Also hier wird es dann wirklich herausfordernder, so wie ich das mitgekriegt habe. Dass dann unter Umständen mal 2 Gangster sind, die innerhalb der Zeit geplättet werden müssen, oder dass die ein bisschen wehrhafter sind als diese Kollegen hier. Ja, so viel dazu. Ja, macht euch mal vom Acker, Ladies. Platsch und platsch. 450 Dollar schon dafür. Nicht schlecht. Also Bürgerwehrmission Level 4 jetzt schon. Ich glaube, so kriegen wir ganz gut Geld rein. Ach, verdammt. Da müssen wir mal standesgemäß die Sirene anmachen. So, ja, Tür zu. So wie es gehört. Auch wenn die schon kräftig eingedellt ist. Halt, da lang. So. Gucken wir mal. Ja, wir haben schon fast 10 Minuten hier, die wir jetzt noch Zeit haben, um die zu erwischen. Also, ja, auch das sieht jetzt zumindest am Anfang nicht allzu herausfordernd aus, habe ich das Gefühl. Hallo, irgendwie fahren die alle dieselben Autos. Ist das so eine Gangsterkarre? Ach, festgefressen. Und wir haben keine Muni mehr. Schlecht. Ja, wir haben jetzt zwar 800 Dollar verdient, aber unser Map ist kaputt. Gut, dann lassen wir es dabei. Jetzt haben wir nicht 10 Fahrten erledigt, sondern nur 10 Hits. Aber das soll uns jetzt auch recht sein. Dann bleibt's dabei. Also, die Bürgerwehrmission haben wir jetzt auch kennengelernt. Und wir lassen die Zeit jetzt einfach runterlaufen, bis das Ganze abgeschlossen ist. Und gehen erstmal speichern, denn unser Leben ist ziemlich hinüber.